Tag, ich bin Benny und wir sprechen heute in unserer Fanshow wieder über die fanrelevanten Themen vom Wochenende. Wir hatten in Sachsen alle das Derby zwischen dem hallischen FC und dem ersten FC Magdeburg. Bei der Partie FC Hansa gegen Schalke 04 ist einiges passiert und wir hatten die Rückkehr von Marco Rose nach Gladbach, die übrigens nicht ganz so gut lief. Außerdem hatten wir das letzte Spiel im altehrwürdigen Dreisamenstadion und einiges mehr. Ja, und wir starten in Halle, denn bereits vor der Partie zum Derby gegen den ersten FC Magdeburg gab es eine Choreografie zu sehen und die wurde dem Geburtstagskind Bernd Branschke gewidmet, der eben an diesem Tag 77 Jahre alt wurde. Ja, und um hier nochmal ganz kurz die Geschichtsbücher aufzuklappen, also Bernd Branschke ist eine Clublegende des hallischen FC und ist auch in Halle geboren, hat für diese Hallestädte über 300 Partien gemacht und auch jede Menge Tore geschossen. Und auch insgesamt war natürlich auf nationaler Ebene Bernd Branschke sehr erfolgreich, also er war ehemaliger DDR-Nationalspieler und er hat auch 1976 für die Auswahlmannschaft der DDR Olympiagold geholt. Ja, und leider konnte Bernd Branschke aus gesundheitlichen Gründen das Spiel nicht im Stadion verfolgen. Also wir wünschen an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal gute Besserung. Aber Geschenke gab es trotzdem, nämlich 3 Punkte für den HFC und das wussten die HFC-Fans auch zu feiern. Ja, und die AFC-Fans feiern sich hier im Video als Derby-Sieger, doch die FCM-Fans sagen halt, das ist gar kein Derby mehr. Es waren auch insgesamt nur 500-600 Magdeburger mit in Halle. Normalerweise, beziehungsweise vor 2016, war natürlich der Gästeblock immer prappevoll und da sind alle Magdeburger mit nach Halle gefahren. Ja, wer uns länger verfolgt, der weiß es vielleicht, das ist wirklich eine sehr, sehr tragische und traurige Geschichte. Sie ist jetzt mittlerweile auch schon fast genau auf den Tag 5 Jahre her, nämlich im Oktober 2016 kam das FCM-Szenemitglied Hannes ums Leben in einer Zugfahrt beziehungsweise während einer Zugfahrt und in dem Zug befanden sich HFC-Fans und eben auch Hannes und er ist dort eben aus dem Zug herausgesprungen und kam leider sehr, sehr tragisch später an den Folgen des Sturzes ums Leben und das Ganze wurde bis heute nicht zweifelsfrei geklärt. Und die FCM-Fans werfen der aktiven Fanszene von Halle vor, dass eben die Fanszene nicht alles dafür getan hat, diesen Fall aufzuklären und sich dazu sehr im Schweigen gehüllt hat. Deswegen sagt die FCM-Szene, dass sie nicht mehr nach Halle fahren. Sie waren auch diesmal aktiv nicht im Stadion vertreten, wie bereits schon seit 5 Jahren. Ja, und in der zweiten Liga spielte der FC Schalke 04 auswärts beim FC Hansa Rostock. Und die Partie gab es dann gute 13 Jahre nicht mehr, sodass sich einige Schalke-Fans das zum Anlass nahmen und sagten, komm, lasst uns doch mal nach Rostock fahren, ein bisschen Sightseeing machen. Da haben sich so 200 Schalker zusammengefunden und sind ein bisschen gemeinsam spazieren gegangen, vor allem am Strand. Und dann wollte man noch am Wahrzeichen von Warnemünde, dem Leuchtturm, ein schönes Gruppenbild machen. Aber dann kamen dann so 15, 20 mutige Rostocker, die das Gruppenbild stören wollten. Ja, und wie das in Rostock so ist, die Polizei ist dort immer ziemlich schnell vor Ort und das war auch in diesem Fall wieder so, man flüchtete dann Richtung Strom und die Polizei hat es dann aber geschafft, die Schalke-Fans einzukesseln. Ja, und Augenberichten zufolge sollen dann eben die Schalker dort wie auf dem Video zu sehen sein, Richtung Strom gerannt und man ist dann eben dort auf das Ende einer Polizeikette getroffen und man sieht das in dem Video nicht ganz, aber so heißt es zumindest und das bestätigt auch der Polizeibericht, denn man hat dann eben die 200 Schalker eingekesselt und man hat die Personalien aufgenommen und man hat sie dann gemeinsam in Reisebussen zur Landesgrenze begleitet. Ein Vorgehen, was wir auch schon beim Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden beobachten konnten, im Prinzip das gleiche, bloß dass es an einem anderen Ort war.
Zurück am alten Ort war diesmal Marco Rose, nämlich mit der Borussia Dortmund bei seinem Ex-Verein Borussia Mönchengladbach. Und ja, da gab es ein paar Spruchbanner, mit denen man ihn an seiner alten Wirkungsstätte wieder willkommen hieß oder eben ja, eher auch nicht. Auf dem Spruchbanner zu lesen: Kein Söldner steht über dem Verein, du charakterloses Schwein. Ja, das war aber noch nicht alles. Man hatte auch noch etwas Liedgut für seinen Ex-Trainer übrig. Aber man gewann das Spiel gegen Borussia Dortmund mit 1:0, sodass man nachher an den Bierständen noch einiges zu feiern hatte. In Freiburg gab es das letzte Heimspiel im altehrwürdigen Dreisamstadion und das nutzte auch die Gruppe NBU, also die Natural Born Ultras, die nun mittlerweile seit starken 21 Jahren eigentlich schon zu den aktiven Fanszenen gehören, um sich aufzulösen. Das ist das Ende, wir sind Legende, hieß es. Mit dem Auszug aus dem Dreisamstadion beenden wir eine Ära und beerdigen uns selbst. Doch unsere Freunde werden uns weiter an ihre Seite finden. Die Hintergründe sind nicht ganz klar für uns, also das hat man auch nicht weiter ausgeführt, sodass das einfach nur Spekulation wäre. Man verabschiedete sich also mit dem Dreisamstadion, auch mit von der Ultragruppierung, und es war am Ende des Tages noch ein sehr, sehr emotionaler Abschied für alle Parteien. Der FC Augsburg durfte die letzte Gastmannschaft im Dreisamstadion sein und man hat auch hier nochmal einen Spruchbanner hochgehalten: Max und Danny unvergessen. Denn es jährte sich nun mittlerweile zum 6. Mal der Todestag der beiden. Die beiden waren oder sind Mitglieder der aktiven Fanszene von FC Augsburg und sind auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach im Jahr 2006 leider tödlich bei einem Autounfall verunglückt. Ja, in Kaiserslautern in der 3. Liga durfte man die Westkurve wieder voll machen, aber es gab eben einen Spruchbanner: Normalität gibt es erst, wenn sie für alle gilt. Und zwar kann man das als Kritik deuten, denn im Stadion galt am Betzenberg die 3G-Regel, außer eben für die Westkurve, dort galt die 2G-Regel. Dafür durfte man eben die Abstände missachten und man konnte sie komplett voll machen. Das hat dann die ein oder andere Szene dazu bewegt, wieder am Betzenberg vor Ort zu sein, aber es waren eben bei weitem noch nicht alle Szenen wieder da. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt gegen Osnabrück und hat dann am Ende noch wieder einiges zu feiern. Schöner Ohrwurm. In der 2. Liga gab es beim FC Heidenheim zwei Spruchbanner. Zum einen begrüßt man den Stadionverbotler Ossi zurück in der Kurve, hier links im Bild zu sehen. Und zum anderen bedankt man sich bei den Vereinslegenden Frank Schmidt und Bernd Weng. Frank Schmidt ist, glaube ich, jeden ein Begriff, der Trainer, der mittlerweile, glaube ich, dienstälteste Trainer im Profifußball. Und Bernd Weng ist einfach seit über 35 Jahren bei den Heidenheimern. Ja, noch kurz der Blick in die Szenen. Die Ultras von Holstein Kiel kehren zurück und die Kurve, das hat man heute veröffentlicht. Ebenso die aktive Fanszene von Rot-Weiß Essen kehrt ebenso zurück. Noch kurz der Blick ins Ausland. Wir haben es die Woche auf unserer Instagram-Seite und Facebook-Seite schon publiziert, genauso wie auf unserer Webseite. Aber in England kehren nach 25 Jahren die Stehplätze zurück. Zumindest erstmal in einer Art Pilotprojekt. Und dort kann man davon ausgehen, dass dort recht viele Vereine teilnehmen. Denn man hat während der Sommerpause schon einige Stadien umgebaut, weil man irgendwie schon mit dieser Entscheidung der Politik gerechnet hat. Ja, und noch kurz der Blick nach Österreich. Bei Rapid Wien wurde die 2G-Regel im Stadion beschlossen und das fand die aktive Fanszene bzw. die Ultras Rapid
verständlicherweise nicht ganz so geil. Ja, und 2G gilt auch an einigen Stadien in Deutschland, also zumindest beim FC St. Pauli, der nächste Woche das Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden hat, und damit darf St. Pauli das Stadion voll machen. Plus die Dresdner Fansin hat gleich gesagt, wisst ihr was, Leute, nicht mit uns. Wir unterstützen keine Auswärtsfahrt und wir werden nicht auswärts fahren zu einem Verein, der die 2G-Regel anwendet. Und das ist irgendwo aus Sicht der Fankultur bzw. der aktiven Fanszene natürlich vertretbar. Die Fanszene stehen natürlich für Zusammenhalt. Und da kann es nicht sein, dass der ein oder andere ausgeschlossen wird, weil er eben nicht genesen oder nicht geimpft ist. Von daher, auf der einen Seite schön, dass man das Stadion voll machen kann auf St. Pauli, plus auf der anderen Seite, das wäre eigentlich eine Partie gewesen, die eigentlich so ziemlich interessant gewesen wäre, also vor allem aufgrund der Fanlager. Aber wenn dort eben die aktive Fanszene aus Dresden nicht mitfährt, hat die Partie eigentlich deutlich an Wert verloren. So, das war's erst einmal von mir an dieser Stelle. Wir machen diese Woche das ein bisschen anders. Wir haben uns gedacht, wir werden die Fanschau international und die Fanschau vom Wochenende nochmal trennen. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Woche wieder einige deutsche Teilnehmer in den internationalen Wettbewerben. Dafür werden wir jetzt am Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem, nochmal eine separate Fanschau machen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, die Auswärtsfahrer abzuchecken auf fußballmafia.de. Die sind bereits vom kompletten Wochenende online von der Liga 1 bis 3. Ansonsten bleibt stabil. Bis nächste Woche. Ciao.